Hallo zur Hessenschau. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand, was in Hessen gerade passiert. Da wären zum Beispiel die kommunalen Krankenhäuser. Von dort gibt es Notrufe, weil ihnen das Geld fehlt. Und wie klingt das eigentlich, wenn der HR-Tatort-Kommissar Kindern eine Detektivgeschichte vorliest? Das sehen Sie gleich. Und wir starten mit dem Blick in den Fechenheimer Wald in Frankfurt. Ein Teil davon soll ja gerodet werden. Um das zu verhindern, sind Naturschützer vor den Hessischen Verwaltungsgerichtshof gezogen. Aber der hat ihren Eilantrag am späten Nachmittag abgelehnt. Und jetzt fragen Sie sich vor Ort, ob die Polizei gleich loslegt, also den Wald räumt und gegen die Besetzer vorgeht. Wir schalten gleich live dorthin, aber fassen erstmal zusammen, worum es in dem Waldstück genau geht. Als die Nachricht kurz vor 16 Uhr langsam durchsickert, werden die ersten Baumaschinen schon in Position gebracht. Die klagenden Naturschützer sind mit ihrem Eilantrag gescheitert. Das Teilstück im Fechenheimer Wald für den Bau eines Tunneleingangs darf gerodet werden. Große Enttäuschung bei denen, die die Klage vorbereitet haben. Mit dem heutigen Urteil vom Verwaltungsgerichtshof in Kassel sehe ich eigentlich wenig Möglichkeiten, juristisch noch irgendwas zu bewirken. Wir werden natürlich politisch weiterarbeiten und argumentieren, dass diese Autobahn nicht gebaut wird. Aber die Chancen sind natürlich minimal. Um dieses Waldstück an der A66 im Frankfurter Osten geht es. Die Fläche, die für den Tunnelbau im Stadtteil Riederwald gerodet werden soll, ist 230 Meter lang. Darin befinden sich noch etwa 20 Aktivisten in Baumhäusern, deren Bäume mit großen Stahldrähten verbunden wurden. Das wird den Polizeieinsatz gefährlich machen, sagt die Polizei selbst. Die Baumbesetzer wollen nicht weichen, sagen sie, und ihren Fächer wollen sie trotz der VGH-Entscheidung bis zur letzten Minute vor der Abholzung schützen. Sehr viele Menschen, die jetzt hier im Wald leben, werden halt bis zum bitteren Ende versuchen, sich irgendwo festzuketten, auf den Baumhäusern zu bleiben, einfach die Rodung so schwer wie möglich zu machen, werden dafür auch die ein oder andere juristische Konsequenz in Kauf nehmen. Definitiv, wir bleiben hier und wir sind bereit, den Wald zu verteidigen. Zwei Gerichtsentscheidungen hat die Polizei bislang abgewartet. Heute das Haupturteil vom Verwaltungsgerichtshof in Kassel, der den streng geschützten Heldbockkäfer in diesem Wald von den geplanten Maßnahmen ausreichend respektiert sieht. Es sollen nämlich einzelne Eichen erst einmal verschont werden. Diese Entscheidung kann nicht mehr angefochten werden. Mögliche weitere Beschwerden ermöglichen wohl keinen Zeitaufschub. Wann die Polizei mit den Räumungsarbeiten hier beginnen will, lässt sie offen. Es dürfte aber bald losgehen. Die Rechtslage ist nach aktuellem Stand beschieden. Die polizeilichen Einsatzvorbereitungen sind abgeschlossen. Wir könnten prinzipiell jeden Moment loslegen. Sollte es doch noch eine Beschwerde geben, eine Beschwerde eingereicht werden, werden wir unverzüglich mit dem VGH in Kassel Kontakt aufnehmen, Inhalt und die daraus resultierenden Konsequenzen erfragen. Die Autobahn GmbH besteht auf den Tunnel. Seit 3 Jahren hat sie die Erlaubnis zum Bau. Doch bisher wurde die Rodung immer wieder herausgezögert. Wenn die Baumaßnahmen tatsächlich anlaufen, müssen sich Autofahrer auf wochenlange Verkehrsprobleme einstellen. Denn ein großer Teil der A66 wird hier zeitweise gesperrt. Ja, schalten wir live zu Bernd Arnold im Fechenheimer Wald in Frankfurt. Bernd, das Gericht hat jetzt entschieden. Was passiert dann infolgedessen im Wald? Ja, hier im Wald, da haben wir gerade eben wirklich Geräusche gehört. Da wird also gezimmert, gehämmert und es deutet alles darauf hin, dass da auch Barrikaden jetzt gerade aufgebaut werden. Denn die Aktivisten rechnen tatsächlich, dass es hier bald zur Sache geht. Heute Nachmittag sah es schon mal so ein bisschen aus. Das Urteil kam ja so ungefähr um 16.30 Uhr, wurde es bekannt, dass eben dieser Antrag nicht durchgegangen ist. Und schon eine Stunde vorher hat man hier gesehen, wie die Baumaschinen vorgefahren sind. Und Sie sehen es vielleicht im Hintergrund. Da sehen wir diese Containerburg, eigentlich wie so eine Wagenburg aus Far West. Und hinter dieser Containerburg, hinter diesem Containerwall, da befinden sich die Baumaschinen. Man möchte also verhindern, dass Aktivisten Sabotage betreiben. Und da waren eben lange diese Baumaschinen. Aber heute Nachmittag, eine Stunde vor dem Urteil, sind ein Teil dieser Baumaschinen sind hier vorgefahren. Und da hat man wirklich gedacht, da passiert jetzt gleich was. Auch die Aktivisten haben gesagt, was ist denn da los? Haben aber eher mit so einer Drohgebärde gerechnet, obwohl sie eigentlich selbst auch schon vor dem offiziellen Urteil geahnt haben, dass dieses Urteil nicht durchgehen wird. Aber sie haben gesagt, wir bleiben auf jeden Fall hier bis zur letzten Minute.
Du sagst es, bis zur letzten Minute. Wie wird das ablaufen, diese Räumung? Was kündigt sich da an zwischen Waldbesetzern und der Polizei? Also die Waldbesetzer, die halten sich ja so ein bisschen zurück, sind auch anonym, sind vermummt, sagen nicht, wie sie heißen, sagen nicht, wo sie herkommen und sagen auch nicht, was sie vorhaben, sagen auch nicht, wie sie sich darauf einstellen, haben aber durchsickern lassen, dass sie mit allem rechnen. Alles heißt, dass jederzeit hier geräumt werden kann, dass die Polizei reingeht, dass die Polizei natürlich dann auch versuchen wird und die Fachleute vor allem, die Kletterer versuchen werden, die Menschen aus den Baumhäusern herauszuholen, denn bevor die Menschen nicht aus dem Wald sind, kann natürlich auch nicht gerodet werden, das ist klar. Ist juristisch mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs die Lage jetzt eigentlich wirklich klar oder haben die Naturschützer rechtlich noch irgendeine Handhabe gegen die Räumung und gegen die Rodung? Also es gab von Seiten der Aktivisten gab es schon noch so eine gewisse Hoffnung, denn es gab ja noch einen weiteren Eilantrag. Der wurde in Frankfurt beim Verwaltungsgericht gestern abgelehnt. Es ging dabei um einen Aktivisten, der hat gesagt, ich habe da drin ein Baumhaus gebaut in diesem Wald und in dieses Baumhaus, da habe ich Sachen von mir, da möchte ich wieder zurück und deswegen gilt das Betretungsverbot, das vom Forstamt ausgesprochen wird, kann doch nicht gelten, weil ich muss ja zu meinem Baumhaus. Und das wurde jetzt abgelehnt und die Polizei hatte ursprünglich gesagt, auch wenn ein Einspruch keinen aufschiebenden Charakter hat, wollen wir mal abwarten, was da passiert. Tatsächlich ist es so, der Einspruch ist jetzt weitergeleitet worden, aber da gibt es wohl noch so ein paar juristische Hürden, sodass dieser Einspruch im Moment bei der Polizei noch nicht offiziell vorliegt und deswegen sagt die Polizei, wir können räumen. Ob sie räumen werden, weiß ich nicht. Du wirst es beobachten. Dankeschön, Bernd Arnold, live aus dem Osten Frankfurts. Danke. Wer zahlt was? Darüber wird in der Politik schon immer gestritten, gerne auch zwischen Bund und den Kommunen. Die haben heute mal sehr laut gesagt, wie es ihnen finanziell geht beim Städtetag. Und da ging es auch um die kommunalen Krankenhäuser. Die sind klamm, wie das Klinikum in Fulda. Und das, obwohl dort eigentlich richtig viel zu tun ist. Immer mehr Patienten kommen in die Notaufnahme des Klinikums Fulda. Ein Grund dafür die überlaufenden Arztpraxen. Doch der Patientenansturm kostet das Krankenhaus mehr, als er einbringt. Nicht nur deshalb steht es tief in den Miesen. Derzeit fehlen 20 Millionen Euro, erklärt Klinikchef Thomas Menzel. Also die Unterfinanzierung der Krankenhäuser in Deutschland hat schon eine lange Geschichte. Ja. Hinzu kommt jetzt aktuell in der Situation, dass wir einmal durch Corona und dann zum anderen durch die hohe Inflation extrem stark belastet sind. Und unser Hauptproblem derzeit ist die Liquidität, also unsere Zahlungsfähigkeit. Und das ist eine durchaus bedrohliche Situation. Allen Kliniken fehlt Geld, sagt die Hessische Krankenhausgesellschaft und warnt vor einem Kliniksterben, wenn Kommunen oder Kreise vor Ort nicht unterstützen. Dabei sinkt deren Anzahl schon seit Jahren immer weiter. 2002 gab es in Hessen noch 183 Krankenhäuser mit rund 1,2 Millionen Fällen, die im Schnitt 9 Tage auf Station waren. Dann kam ein neues Abrechnungssystem, das alles effizienter machen sollte, die Fallpauschalen. Die Folge, 2001 gab es nur noch 151 Kliniken, mit gleich vielen Fällen, aber nur noch rund 7 Tagen auf Station. In Fulda musste erste Hilfe geleistet werden, eine 10 Millionen Euro Finanzspritze vom Kreis. Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld weiß, dass es überall in Hessen so schwierig ist. Also wir stehen da wirklich mit dem Rücken zur Wand. Viele Kommunen haben seit Jahren ihre Krankenhäuser finanziell unterstützt. Nur da wird die Luft immer dünner und keine Kommune kann es sich leisten, wirklich über Jahre hinweg Millionenbeträge zur Stützung der Krankenhäuser zu leisten, obwohl ja der Bund und die Länder für die Finanzierung zuständig sind. Bei der Pressekonferenz des Hessischen Städtetags fordern Wingenfeld und seine Kollegen heute, dass die Reform im Bund schneller kommen soll, die den Kliniken mehr Geld, etwa für Personal, bringt. Darüber hinaus fordern sie auch vom Land mehr Engagement, vor allem finanziell. Zu den Forderungen der Städtevertreter will der hessische Sozialminister Klose vor der Kamera nichts sagen, sah zuletzt aber den Bund in der Verantwortung. Die Sorgen der Krankenhäuser sind doch absolut nachvollziehbar. Ja, sie brauchen eine spürbare Entlastung im Bereich der Betriebskosten. In dem System, was wir haben, ist das aber Aufgabe des Bundes und das muss man auch mal auseinanderhalten. Es gibt die Betriebskosten, es gibt die Investitionskosten. Ich habe hier immer gesagt, wir haben bei der Investitionskostenförderung eine Verpflichtung.
Für Renovierungen, Technik und Ähnliches will Klose in diesem Jahr zwar deutlich mehr bezuschussen als bislang, nämlich 380 Millionen Euro. Den kommunalen Krankenhäusern wird das aber wohl trotzdem nicht reichen. Der Termin für die hessische Landtagswahl steht fest. Mehr dazu in den Nachrichten mit Claudia. Am 8. Oktober wird die Landtagswahl stattfinden. Zum selben Zeitpunkt wird auch in Bayern gewählt. Also könnte der Tag sowas wie eine kleine Bundestagswahl werden. Für die CDU hofft Boris Rhein, danach als Ministerpräsident im Amt bleiben zu können. Als aussichtsreiche Gegenkandidaten werden der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen und die bisherige Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD gehandelt. Ob Faeser tatsächlich kandidiert, ist aber noch offen. Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 ist ein 39-jähriger Mann gestorben. Die Autobahn war Richtung Norden mehr als 3 Stunden lang voll gesperrt. Der Fahrer war gerade zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg unterwegs, als sich sein Auto aus bislang ungeklärten Gründen überschlug. Der 39-Jährige wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Dort starb er wenig später an seinen schweren Verletzungen. Drogenfahnder haben nach der Entdeckung zweier Marihuana-Plantagen in Hanau eine rekordverdächtige Summe an Bargeld sichergestellt. 6,29 Millionen Euro. Dazu hochwertiger Schmuck, Uhren im Wert von mehr als 220.000 Euro. Dazu noch kiloweise Drogen. Das Ganze war versteckt auf einem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in Hanau. Ein 56-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft. Der Hass im Netz nimmt zu. Bei der staatlichen Meldestelle Hessen gegen Hetze ist die Zahl der gemeldeten Beiträge im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 2020 und 2021 waren insgesamt rund 4.000 Beiträge gemeldet worden. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 7.800. Innenminister Beuth sieht einen Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Extremisten wollten mit Verschwörungserzählungen und Hetze Unsicherheit schüren. Ein Feuer und dazu drohende Explosionsgefahr hat in der vergangenen Nacht in Rüsselsheim für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Zunächst war ein an einem Haus abgestellter Wohnwagen in Brand geraten. Die Ursache dafür ist noch unklar. Das Feuer entzündete dann einen Holzunterstand und griff von dort aus auf 2 Wohnhäuser über. 12 Bewohner konnten unverletzt gerettet werden. Die Löscharbeiten wurden dann durch die Absicherung eines Flüssiggastanks erschwert. Das Feuer drohte, auf die Tanks überzugreifen. Sie kennen ihn sicher, der hier mit gezückter Polizeiwaffe auf mich zielt. Paul Briggs als Ermittler im Tatort, den ja der HR produziert. Jetzt hat der Schauspieler mal die Rolle gewechselt vom Kommissar zum Vorleser. Die Frankfurter Stadtbücherei und die Sparkasse wollen Kinder anregen, Bücher zu lesen und auch zu bewerten. Ja, und als Motivationsschub liest ihnen da erstmal der prominente Mann was vor. Ich freue mich sehr. Guten Morgen. Euch allen zusammen. Welche Geschichte liest wohl ein TV-Kommissar? Natürlich eine Detektivgeschichte für Kinder. Ein Fall für Kwiatkowski. Die Zweit- und Drittklässler hören gebannt zu. Wieder CTG. In welchen Wörtern kamen diese 3 Buchstaben in genau dieser Reihenfolge vor? So sehr ich mich auch anstrengte, mir fiel kein einziges ein. Wolfram Koch kennt sich gut aus im Ermittlermilieu. Seit 10 Jahren spielt er Hauptkommissar Briggs beim Tatort. Die Spannung ist ihm wichtig. Besonders Kinder sind kritische Zuhörer und die möchte er zum Lesen bringen. Wenn es gut funktioniert und das Buch gut ist, wie das bei den Kindern arbeitet und wie auf einmal anfängt eine Fantasie zu wirken oder zu reifen oder auf einmal groß zu werden, das gefällt mir am allerbesten. Ja. Lesen fördert nicht nur die Fantasie, Lesen ist auch wichtig für viele Bereiche. Wenn man zum Beispiel jetzt Wissenschaftler wird, zum Beispiel jetzt, wenn man eine Zeitung lesen möchte. Ja. Oder wenn man ein Auto fährt. Bei allen, bei alles. Also auch beim Lehrer, wenn man dann nicht lesen kann. Das ist schlecht. Lesen soll Spaß machen. Das versucht die Aktion Buchstapler zu vermitteln.
Wir möchten Lesen den Kindern auch als Freizeitbeschäftigung vermitteln. Also wir möchten die Freude am Lesen wecken, den Spaß dann auch, sich mit dem Gelesenen auseinanderzusetzen. Die Spannung steigt. Detektiv Kwiatkowski löst den Fall. Fast wie im Tatort. Und dass der Film sich aber dann, dieses Buch, ähnlich wie im Film, wollte ich sagen, sich praktisch über die Spannung, und da merkte man, die Kinder wurden dann auch stiller, sich übers Lachen auflöst. Und das finde ich hervorragend. Also der Fall war gelöst und es gibt eben keinen Mord, es gibt auch keine Rache, sondern es gibt ein Verständnis am Ende, auch von der sogenannten bösen Seite. Und das fand ich hervorragend. Die Kinder sind nicht nur an Büchern interessiert. Wann wolltest du Schauspieler werden? Oh, ich hatte eigentlich immer Spaß, das zu machen. Ich habe mich aber nicht getraut, da zum Theater zu gehen. Meine Schwester hat mich hingeschoben, hat gesagt, du gehst dahin. Die Kinder können aus 30 Titeln auswählen, von Jugendbuch bis Sachbuch. Wer bis zum 25. März bei der Aktion mitmacht, ein Buch liest und es bewertet, kann tolle Preise gewinnen. Scarlett Greeb hat sich von klein auf dem Eis pudelwohl gefühlt und irgendwann wollte sie da dann auch mit Schläger und Puck unterwegs sein. Und das war die absolut richtige Entscheidung, denn jetzt wurde sie, die Frau aus dem Vogelsberg, für die Eye Off, die Olympischen Spiele der Jugend, nominiert. Die starten am Samstag in Italien und sie erzählt uns jetzt ihre Geschichte. Ja, ich bin Scarlett Greeb, komme aus Engelrod, bin 16 Jahre alt, spiele beim EJ Kassel und bin Nationalspielerin. Ich habe ja lange Zeit Eiskunstlauf gemacht, bin dann von Lauterbach nach Bad Nauheim zum LSC und habe da meine Hessische gelaufen und so und stand immer auf dem Treppchen. Und irgendwann hat es mir nicht mehr gefallen. Und dadurch, dass meine zwei Brüder schon Eishockey gespielt haben, hat mein Vater gesagt, ja, probier doch mal Eishockey aus. Ich wollte aber meine eigene Ausrüstung haben und dann sind wir am gleichen Tag noch nach Frankfurt gefahren, haben die Ausrüstung geholt und dann war ich auch am Abend schon auf dem Eis. Also Eishockey spielt eine sehr große Rolle in unserer Familie. Ich habe drei Brüder. Und selbst der Kleinste, der jetzt 2 Jahre alt ist, läuft schon mit dem Schläger in der Wohnung rum und schießt Tore. Ja, und mein Vater spielt selber noch. Und selbst mein Opa war damals mit 70 noch auf den Inlinern. Ich bin Schülerin. Ich habe 2 Mal in der Woche lang und arbeite noch nebenbei für meinen Führerschein. Und dann holt mich mein Vater schon von der Schule, damit ich extra nach Kassel gefahren werden kann. Es ist echt stressig, aber das macht mir nichts aus. Ich lieb's, also, ja. Ich spiele in der U15 komplett mit Jungs und mit 2 anderen Mädchen. Und da geht's dann schon mal zur Sache. Und tatsächlich haben Jungs Angst vor mir. Und ich hatte auch schon Disziplinarstrafen. Also ich bin da schon sehr hart. Also beim Nationalteam spiele ich halt rein mit Mädchen. Da geht es zwar auch zur Sache, aber nicht so wie hier bei den Jungs. Ajax, also es ist Olympia, das ist sehr hoch, das ist echt krass. Also tatsächlich habe ich schon vor der E-Mail erfahren, die wir immer bekommen. Meine Mutter hat zufällig beim DOSB geguckt, da hat sie die Liste gesehen und ich saß in der Schule. Und ich bin gefühlt 5 Meter hoch gesprungen. Ich habe keine Erwartungen, also ich lasse es auf mich zukommen. Nach den Eye-Offs gibt es ja dann auch die Winter-Olympischen Spiele. Und das wäre auch schon ein Träumchen von mir. Grün und Braun, das waren zuletzt die beherrschenden Farben in Willingen. Aber es sollte doch eigentlich weiß sein in einem Skigebiet. Vor allem, weil ja der Skisprung-Weltcup vor der Tür steht. Was ein Glück aus Sicht der Veranstalter, dass es jetzt angefangen hat zu schneien und dass es auch kalt genug ist für diese Geräte. Feuer frei, heißt es seit heute wieder an der Mühlenkopfschanze. Die Schneekanonen geben alles. Es gibt schließlich noch einiges an Schneefall nachzuholen. Wir haben um 5 Uhr angefangen. Es hatte geschneit, wie Sie sehen, 10-15 cm Neuschnee. Das macht nichts, das kommt uns zugute.
weil dieser Nassschnee, den können wir ganz gut gebrauchen. Am Samstag wollen wir anfangen zu präparieren und binden dann den nassen Schnee mit unserem Kunstschnee mit ein. Das müsste klappen. Dann, so der Plan, entsteht hier am Wochenende der perfekte Hang zum Skispringen auf Weltniveau. Endlich, denn in 2 Wochen startet der Skisprung-Weltcup. Hierfür muss auch eine Schneereserve her. 5000 Kubikmeter Kunstschnee sollen bereitstehen, wenn es in den nächsten Tagen doch noch mal wärmer werden sollte. Auch die Skipisten für Touristen sollen in den nächsten Tagen noch mal ordentlich mit Kunstschnee beschneit werden. Im Moment ist es tatsächlich noch ein bisschen dünn. Es sieht zwar schön weiß aus, sind 8 bis 10 Zentimeter, aber die Wiesen sind noch relativ nass und weich. Im Moment würde ich noch nicht rodeln, aber zum Wochenende sollte das auf jeden Fall funktionieren. Bis dahin können Besucher, trotz gesperrter Skipisten, den frischen Schnee genießen. Ideen gefällig? Schneeengel und werf die Kugeln. Was, Schneebälle wirfst du dann? Ja. Das kleine Winterglück in Willing. Bis zum Wochenende kann man hier noch die Ruhe genießen. Dann soll mit Öffnung der Pisten der große Ansturm losgehen. Der bundesweite Fachkräftemangel macht sich zu Jahresbeginn auch auf dem hessischen Arbeitsmarkt bemerkbar. Nochmal Nachrichten mit Claudia. Es müssen dringend Stellen besetzt werden. Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur setzt deshalb auf Zuwanderung. Bis zu 40.000 sozialversicherungspflichtige Jobs mehr wird es im Laufe des Jahres in Hessen geben, sagte der Chef der regionalen Arbeitsagentur Martin in Frankfurt. Ohne weitere Zuwanderung sei das nicht zu stemmen. Einen Job zu haben, aber nur für eine gewisse Zeit, dagegen wurde heute an der Uni in Kassel und Marburg protestiert. Anlass waren Gespräche zwischen dem hessischen Wissenschaftsministerium und den Gewerkschaften. Beschäftigteninitiativen von Verdi und GEW protestierten gegen die Befristung von Arbeitsverträgen. Fehlende Perspektiven aufgrund solcher Befristungen seien ein demotivierendes Dauerthema für einen Großteil der Beschäftigten an den hessischen Universitäten. Morgen findet die Trauerfeier für die Offenbacher Fußballlegende Hermann Nuber statt. Im Stadion am Biberer Berg, der HR, überträgt die Trauerfeier live im Stream auf hessenschau.de ab 18 Uhr. Nuber war am 12. Dezember vergangenen Jahres im Alter von 87 Jahren gestorben. Er hatte mehr als 400 Spiele für die Kickers bestritten. Und das war's von den Nachrichten, Daniel. Dankeschön, Claudia. Die ersten Monate mit Baby, das ist für eine Familie eine wirklich magische Zeit. Und auch eine, in der plötzlich alles anders ist. So viele neue Herausforderungen. Ganz nah miterleben können Sie das in der HR-Serie Unser Baby. Wir begleiten da 8 junge Paare aus Hessen, auch 2 Frauen. Sie macht den Ultraschall, du stehst daneben. Und dann kommt von der Frauenärztin nur so, ja, ja, sind ja 2, das wissen Sie ja. Und wir gucken uns an. Ja, 2, okay. Ich bin Sabrina. Ich bin Saskia. Henry und Theo sind jetzt 5 Monate alt. Theo ist so ein richtiges kleines Plappermaul. Das ist faszinierend. Also was bei Henry so ist, so mit dieser Bewegung und so agil, das macht er mit dem Mund irgendwie. Er ist vor allen Dingen auch so ein bisschen empfindlicher. Wenn der Henry ihn tatsächlich mal so ein bisschen von der Seite knufft, kann es tatsächlich passieren, dass er anfängt zu weinen. Und er ist ziemlich schreckhaft. Dich will ich so stark sein, stärker als ich. Ich bin Pfarrerin hier in Altenburschler seit 2 Jahren und 4 Monaten. Ich bin nach Altenburschler gekommen, weil ich Saskia geheiratet habe. Und Saskia ist hier in Altenburschler groß geworden. Also immer, wenn es mich mal für Momente irgendwie rausgetragen hat, ja, zog es mich doch immer ganz schnell wieder hierher. Umso glücklicher bin ich, dass ich Sabrina gefunden habe. Wir kannten uns noch nicht so lang, aber da haben wir ziemlich schnell gesagt, dass ich gerne ein Kind oder Kinder haben möchte. Und bei Sabrina war es genauso. Und dann nahm das schon relativ früh auch eine Form an, also dass wir uns informiert haben,
dass wir über Pro Familia irgendwie geguckt haben, welche Möglichkeiten haben wir als Frauenpaar. Also wir haben ja unsere Kinder durch eine Samenspende bekommen, durch eine anonyme Samenspende über eine Samenbank. Der Weg war schwierig, weil nicht jede Klinik tatsächlich auch die Frauenpaare behandelt. Da braucht man tatsächlich einen Arzt, der sagt, ich behandle euch. Und nicht jede künstliche Befruchtung, auch wenn sie unter den besten Voraussetzungen geschieht, führt tatsächlich zu einer Schwangerschaft. Dazu kommt, dass wir als Frauenpaar keine Unterstützung von der Krankenkasse bekommen haben, obwohl wir Beitrag zahlen sind, so wie alle anderen. Aber das Solidaritätsprinzip ist da bei uns nicht greifend. Das heißt, wir haben von Anfang an alles selbst bezahlt. Ich erinnere mich, als wir aus der Kinderklinik entlassen wurden, das war Anfang Dezember, ein Samstag. Und wir haben dann oben gesessen im Kinderzimmer auf dem Sofa und ich hatte beide auf der Brust, beide im Arm, ein links, ein rechts, eine Decke drüber. Dieser lang gehegte Wunsch und Traum, Mutter zu sein, der ist da in Erfüllung gegangen. Ich will immer mit dem Kopf durch alle Wände, bin ungeduldig und selten sitz ich still. Taufe ist ja nur einmal im Leben, das ist unwiederbringbar. Wer getauft ist, ist getauft, egal ob evangelisch oder katholisch und sie dann später konvertieren oder eben nicht. Taufe ist nur einmal. So, Theo, Gott bewahre dich mit seiner Gnade zum ewigen Leben. Und der liebende und liebevolle Gott, der dich von Neuem geboren hat durch das Wasser und den Heiligen Geist, der sei mit dir. Henry, im Auftrag Jesu Christi taufe ich dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn ich dich sehe, weiß ich wieder, wo ich stehe. Wenn ich dich sehe, weiß ich wieder, wo ich stehe. Ja, wer will da nicht mehr sehen? Die erste Folge der Serie Unser Baby gibt's heute um 21.45 Uhr im HR Fernsehen. Und die gesamte Serie finden Sie in der ARD Mediathek. Ich kenne Menschen, die haben alle 7 Folgen am Stück geguckt, weil sich's eben lohnt. Und die Ausgabe heute im HR-Fernsehen angeht, lohnt sich auch dran zu bleiben. Ja, denn direkt danach kommt nochmal die Spätausgabe der Hessenschau. Und wir sehen uns dann gern morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.